Guten Morgen. Herzlichste Grüße aus dem wunderbaren Uganda an alle unsere Geschwister, die dieses YouTube jetzt hören. Ja, ich wurde von Menschen, aber auch von Gott ermutigt, ich soll das Buch Lola Gola loslassen und Gott lassen, auf Deutsch und auf Englisch, in YouTubes fassen, dass Leute, die im Auto fahren oder sonst irgendwo eine Arbeit machen und nebenbei zuhören und keine Zeit zum Lesen haben, es auch hören können. Das will ich jetzt tun. Außerdem werde ich die ganzen YouTubes dieselbe Kleidung tragen. Ich habe nämlich mich sehr bemüht bei den 42 Botschaften, die der Pastor Daniel und ich gemacht haben, musste ich mich nach jedem YouTube umziehen. Ich hatte schon keine Kleider mehr und habe schon ausgeliehen für eine Stunde. Und dann bekam ich Botschaften, ob ich eine Modeschau machen wollte. Das war mir äußerst unangenehm, mich dauernd umzuziehen, aber meine Leute wollten das. Aber jetzt werde ich mich nicht mehr umziehen und alle im gleichen Kleid machen. Vielleicht kriege ich dann meine geschenkt, wenn es euch auf den Wecker geht, okay? Gut, also, das Buch Lola Gola, Loslassen, Gott lassen, soll uns einen Gott nahebringen, wie er ist. Denn nur wenn wir erkennen, wie Gott ist, können wir uns auch verwandeln in dem Ausmaß, wie wir ihn erkennen. Und so das erste Thema heute ist der Gott, der mich will. Und da heißt es im Psalm 27, 10, wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Im Psalm 139, 13 bis 16, du hast alles in mir geschaffen und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Dann in Jesaja 44, 2 lesen wir, so spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und dir vom Mutterleib an beisteht, hab keine Angst, Jakob, mein Diener, den ich erwählt habe. Da kannst du auch deinen Namen hineinsetzen, Gott hat dich erwählt. Dann in Jesaja 49, 1b, der Herr hat mich von meiner Geburt an berufen, im Mutterleib hat er mich beim Namen gerufen. Das ist heute eine Botschaft für Menschen, die einfach noch nicht sicher sind, ob sie wirklich ein Geschenk Gottes für diese Erde sind, dass sie eine Freude sind, dass sie ein Traum im Herzen Gottes sind, dass sie das Potenzial in der Hand Gottes sind. Und da möchte ich euch jetzt Folgendes vorlesen, eine Geschichte. Für einen Augenblick war es still im Himmel und Gott lächelte, denn er hatte gerade einen wunderbaren Gedanken gehabt. Eben noch hatte der Lobpreis der Engel und himmlischen Heerscharen die unendlichen Weiten der Ewigkeit durchdrungen und Gottes Herz mit Freude und Wohlgefallen erfüllt. Doch dieser eine Moment der Stille hatte ausgereicht, um den Schöpfer noch viel glücklicher werden zu lassen, als er ohnehin schon war. Plötzlich wusste er, dass er heute etwas erschaffen würde, das unvergleichlich schön und besonders war. Gewiss, er hatte schon viele Menschen gemacht, aber nun hatte er eine ganz einzigartige Idee. Voller Vorfreude schloss er die Augen und stellte sich das geplante Menschenkind vor. Alles an ihm sollte ganz neu und gut sein. Ebenso wie es dem Allmächtigen am besten gefiel. Ein perfekter Körper, das Gesicht ähnlich vielen anderen Menschengesichtern, aber doch einzigartig. Seine Familie, seine Begabungen und Fähigkeiten in einer ganz neuen Zusammenstellung. Dazu genau der Schuss an Intelligenz, den das Menschenkind brauchen würde. Gott jubelte innerlich über seinen genialen Einfall und der Schöpfer hatte auch schon darüber nachgedacht, was der neue Mensch mit eben dieser Kombination an Aussehen, Gaben und Herkunft
am sinnvollsten in seinem Leben anfangen könnte. Es war der perfekte Plan. Zufrieden und glücklich erfüllt beugte Gott sich vor und hauchte seinen Atem auf die Erde. Das war exakt der Moment, in dem dein Leben entstanden ist. In all den Jahren, während derer du bereits auf dieser Erde lebst, ist seitdem viel passiert. Ohne Zweifel gab es schon viele Menschen, die dir das ausreden wollten, was du eben gelesen hast. Vielleicht hast du trotz all der Meckerer, der Umstände und Widrigkeiten in deinem Leben diese Einstellung behalten und weißt genau, ja, ich bin ein wunderbarer Gedanke Gottes. Mein Leben hat ein Ziel und Gott liebt mich so sehr, dass ich gar keine Worte dafür finden kann. Vielleicht aber hast du mehr das Gefühl, ein Zufallsprodukt oder noch schlimmer, ein Fehler oder ein Versehen deiner Eltern gewesen zu sein. Und es kommt dir vor, als leuchte der dicke Stempel unerwünscht direkt auf deiner Stirne. Vielleicht bist du auch mit einer Behinderung oder einem anderen Handicap geboren. Und das Schönheitsbild der heutigen Zeit gaukelt dir vor. Du wärst hässlich und störend. Besondere Gaben und Fähigkeiten, die haben vielleicht die großen und berühmten Leute, die Vorzeigemenschen, denen scheinbar alles gelingt. Aber du? Du kannst doch kein geliebtes Kind Gottes sein, oder? So oder so ähnlich denkst du vielleicht manchmal. Tatsache ist, dass Gott, unser Vater im Himmel, wirklich jeden Menschen so liebt, als wäre er der einzige Mensch auf dieser Welt. Ich persönlich habe auch sehr lange in meinem Leben geglaubt, dass ich ein Problem bin. Mit meinem Kommen habe ich eine unglückliche Ehe gestiftet. Ich war unerwünscht und hatte oft das Gefühl, dass es besser gewesen wäre, wenn ich nie auf die Welt gekommen wäre. Deshalb habe ich während meiner Kindheit und Jugendzeit immer versucht, ganz brav zu sein und alles richtig zu machen. Schon früh habe ich begonnen, meiner Mutter kleine Briefe zu schreiben, in denen ich ihr gedankt habe, dass sie mich geboren hat und sich gegen eine Abtreibung entschieden hat. Diese Briefe wurden schweigend von ihr angenommen, was mich in meiner Meinung über mich noch bestätigt hat. Als ich dann Christin wurde, war meine Beziehung zu Gott zunächst ganz ähnlich. Ich wollte eine gute Katholikin sein, besuchte jede nur mögliche Messe und strengte mich besonders an, um Gott zu gefallen. Trotzdem fand ich mich niemals gut genug. Ich dachte nicht, dass Gott je mit mir zufrieden sein könnte. Erst im Erwachsenenalter, viele Jahre später, drangen die Bibelworte in mein Herz, die mir versicherten, dass ich ein gewolltes und geliebtes Kind des Vaters im Himmel bin. Ganz egal, was ich leiste oder erbringe. Als eine Seelsorgerin sagte, ich sollte jeden Tag damit beginnen, in den Spiegel zu schauen und laut zu sagen, Herr, du musst einen wunderbaren Tag gehabt haben, als du mich erschaffen hast, konnte ich diese Worte zuerst noch nicht einmal über die Lippen bringen. So gelogen kamen sie mir vor. Aber ich habe mir diese Wahrheit immer wieder und wieder laut vorgesagt, bis sie schließlich die lebenslangen Lügen verdrängten, die ich bisher oder bis dahin geglaubt hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber durchforsche dein Herz. Bitte den Herrn dir zu zeigen, wie du dich siehst. So, was muss ich loslassen? Es ist die Wahrheit, dass du ein kostbares und geliebtes Geschöpf Gottes bist. Du bist von ihm geplant und gewollt. Er hat dich erschaffen und möchte, dass du auf dieser Erde dein Leben gestaltest. Überlege, welche falschen Gedanken du über dich hast. Zum Beispiel, dass du nicht gewollt bist, dass dein Leben keinen Sinn hat. In den nächsten Zeilen stehen einige Sätze, die sich vielleicht als Lügen in deinem Gedanken festgesetzt haben. Lies sie laut vor und sage dich von diesen Lügen in deinem Leben los. Wiederhole sie nicht nur einmal, sondern mache eine tägliche Übung daraus, bis die Wahrheit Gottes dein Leben und deinen Wert bestimmen. So, diese Sätze sind,
Es ist eine Lüge, dass ich ein Zufall bin. Es ist die Wahrheit, dass Gott mein Leben geplant und gewollt hat. Es ist eine Lüge, dass ich hässlich bin. Es ist die Wahrheit, dass Gott mich wunderbar und schön gemacht hat. Es ist eine Lüge, dass ich zu nichts tauge und mein Leben sinnlos ist. Es ist die Wahrheit, dass Gott mir gute Gaben gibt und meinem Leben Sinn gibt. Und dann kannst du alles noch hinzufügen, es ist eine Lüge, das. Und ich füge hinzu, was bei dir da noch ansteht. Und dann sagt die Wahrheit dazu. Und jetzt möchte ich dir noch ein Gebet dazu empfehlen. Du kannst es gleich mit mir nachbeten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, dass du einen Plan für mein Leben hast und mich von Anfang an kennst und liebst. Du hast mich gewollt und ins Leben gerufen. Das glaube ich ganz fest. Ich lasse jetzt alle Lügen los, die ich bisher über mich geglaubt habe. Es stimmt nicht, dass ich ein Zufall bin. Es ist gelogen, dass ich wertlos und nutzlos bin und dass mich keiner haben will. Ich weise alle anklagenden Gedanken zurück, die mich glauben machen wollen, ich wäre falsch oder hässlich, das ist nicht die Wahrheit. Du bist mein Schöpfer, lieber Vater. Du kennst mein Leben, meine Gedanken und Taten, meine Gaben, mein Aussehen und alles, was mich ausmacht. Ich darf immer zu dir kommen, wie ich bin. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass du meinem Leben Sinn gibst und dass ich dir vertrauen darf. Und du meinem Leben, in meinem Leben das Wichtigste bist. Amen. Jetzt habe ich noch eine Übung für dich. Stell dich vor einen Spiegel und schau dich ganz genau an. Dann sage laut, ich bin wunderbar gemacht. Gott hat mich gewollt. Ich bin ein guter Gedanke Gottes. Gott hat einen wunderbaren Tag gehabt, als er mich gemacht hat. Ich bin kostbar und unvergleichlich schön. Das kostet möglicherweise ein wenig Überwindung. Aber versuch es einfach einmal. Vielleicht möchtest du sogar deine Lieblingsmusik anmachen und dazu tanzen. Du bist wunderbar gemacht. Wiederhole diese Übung jeden Tag, bis die Wahrheit Gottes dein ganzes Herz erfüllt. Da möchte ich noch dazu eine Geschichte aus meinem Leben sagen. Ich fand mich weder hübsch noch wichtig noch ich fand mich einen richtigen Überfluss auf dieser Welt. Und dann hat mich Gott, ich war schon fast 30 Jahre, hat mich Gott überführt, dass ich eine Rebellin bin. Und das war das Letzte, was ich sein wollte. Sag ich, Herr, wo bin ich rebellisch? Sagt er, du kritisierst dauernd an dir herum, was ich hätte anders machen können oder sollen. Das Einzige, was ich je sehr glücklich war, waren meine Augenbrauen. Die musste ich nie zupfen, die waren schön von Natur aus. Und dafür habe ich Gott gedankt. Aber alles andere hätte ich mir anders gewünscht. Und da hat Gott mich so überführt, dass ich eigentlich ein Rebell im Herzen bin und sage, er hat es nicht richtig gemacht, wie er mich gemacht hat. Und da war ich so, ja, aber wirklich überführt von meinem Hochmut, von meiner Arroganz, von meiner Rebellion, dass ich Gott Vorschriften mache, wie er mich hätte machen sollen. An dem Tag, ihr Lieben, wurde ich so dankbar für das, was Gott gemacht hat. Und wenn ich geschielt hätte und solche O-Beine gehabt hätte, ich hätte gedacht, da hat Gott halt einen komischen Tag gehabt, wie er mich gemacht hat. Aber wenn er das will, dann werde ich es annehmen und mich darüber freuen. Und seither, ihr Lieben, nehme mich voll und ganz an
und bin dankbar, was Gott gemacht hat und versuche es in keiner Weise mehr, ihm Vorschriften zu machen, wie er mich hätte machen sollen. Okay? Also es war für mich auch ein langer Weg, aber ein guter Weg. Und heute, ihr Lieben, ich freue mich, dass es mich gibt. Ich freue mich, was Gott gemacht hat und vergleiche mich mit keinem anderen Menschen. Denn wir können Originale nicht miteinander vergleichen. Ein Original bleibt ein Original. Wenn du dich anfängst zu vergleichen, willst du eine Kopie werden. Und Gott hat keine Kopien gemacht, sondern Originale. So bitte ich dich, dass du wirklich dran bleibst und jeden Tag im Spiegel schaust und sagst, Herr, das war eine Wucht von einem Tag, als du mich erschaffen hast. Und dann noch dazu sagst zu deinem Gesicht, und das Beste liegt noch vor dir. Versuch es, es funktioniert. Du wirst glauben, was du im Glauben aussprichst. In der Liebe Jesu grüße ich dich herzlich, du herrliches Original Gottes. Shalom, shalom. Mhm.